dann erkennt man da eben nicht viel drauf. Wie ich da unten dann dich knete. Und schon wieder finster, ey. Gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. So, da am Portal, da kommt Podest. Da muss ich mir jetzt noch keine Birne drum machen. Später dann mit der Decke, meine ich. Beim Einziehen der Decke. Das kommt. Oder schließt ja idealerweise mit der Decke dann eben oben ab. Das Portal. Und ich denke mal hier, das sollte auch kein Problem sein, dann später zu stopfen, dann eben von außen. Das Löchelchen da oben, da wo dann später auch oben so ein Riesenoberlicht noch hinkommt. Da muss ich mir gar keine großen Gedanken drum machen, finde ich. Wollte mir gerade eben wieder große Gedanken drum machen, wie ich denn was mache. Das muss ich gar nicht. Muss ich hier einfach bloß mal ein bisschen was dran rumhorsten und dann das meiste, das ergibt sie ja dann immer von selbst. Wie schön am Hühnchen Spaßbad da hinten zu sehen war. Da hatte ich auch noch nicht so richtig den Plan, wie ich denn dorthin horsten sollte. Aber irgendwie hat sich dann das dicke Ding da schon ergeben, da hinten dran. Hier gerade zu. Ey, wie schön diese Küche auch ist. Ich möchte immer hier hinten in der Ecke noch hin, da wo die Werkbank dort gestanden hat. Ne? Lieben gern. Aber jetzt... wo die Werkbank hier neben der Kiste schön steht und wir hier oben so ein schönes Board haben und so weiter und so fort. Ah, hier hatte ich auch noch was vor. Stimmt. Ich muss mal euch hier rausnehmen, denn euch hätte ich gern noch gedreht. Euch hätte ich komplett gern weg. Weil hier würde ich nur... damit da draußen ein bisschen was besser aussieht, habe ich mir gedacht. Ah, die kriegst du nicht gedreht. Die kriegst du leider nicht gedreht, obwohl so eine Bank hier drin auch nicht verkehrt wäre, Junge. So meine ich das. Stellen wir uns so daran. Warte mal, wenn ich jetzt hier ducke und dann klicke, dann, genau, dann haut das nicht rauf auf das Regal. Dann kriegt das da platziert. Wunderprima. Und dann mache ich mir Schlebbels. Na, komm raus hier. Und du bist auch ein bisschen was laut, du Titel. Hab ich denn noch was da? Nee, hab ich nicht. Aber ist ja easy peasy angefertigt. So viel Birke, wie wir in der Tasche haben. Ha, du hättest auch weg können, du Klätzchen. Obwohl du da auch recht stylisch in der Ecke aussahst. Als Platz, als Stuhl oder sowas. Ah, nee. So, machen wir mal ein paar Schlebbels. 12 werden wohl reichen, denke mal. Und euch? Was kann denn hier mal raus? Du kannst mal hier raus. Euch setze ich mir dann natürlich hier so ran. So dachte ich mir das. Das sähe von außen dann auch ein bisschen was besser aus. Als Theke? Ja, geht. Wenn jetzt unten noch ein bisschen was durchscheint an Tageslicht oder so, geht. Und ich hoffe mal, dass man dann eben draußen auch ein bisschen was leuchten sieht, noch vom Glowstone, der sich da unter befindet. Ah, kacke. Obwohl, ich könnte ja theoretischerweise auch ein bisschen was tricksen noch. Dass ich mir doch noch ein paar mehr Stiefchen hole. Weil das außen nicht so hübsch daherkommt, wie ich das eigentlich wollte. Dann nehmen wir uns nochmal 2 Stüfchen und endlich mal abändern. Dann kannst du eigentlich, weil du dann komplett verdeckt wirst, auch raus. Du? Ah, viel zu voll, der Tobi. Muss er mal an der Monster-Utensilienkiste ran, kurz. Immer den ganzen Scheiß abladen. Oh, schon wieder 13 Stück, ey. Gibt's das? Und eine Karotte liegt da auch noch drin. Wo kommt die her? So, raus hier. Rein da. Viel mehr. Und dann, ja, wie machen wir das da? Da nehme ich mir einfach bloß einen Birkenklotz. Komm. Birkenklötzchen.
Und eigentlich, wenn wir denn den Stil beibehalten wollen, bist du immer noch laut? Mir kommt dann gerade so laut auf dem Ohr vor. Dann könntest du hier raus. Oh, da kriegst du sogar alle Viere. Wie gut, wie gut. Und Bricks, da muss ich mir mal noch einen schisseln. Ich glaube, den habe ich doch zurückgeschisselt gehabt. Zuvor. Den da unten einsetzen, um das mal ein bisschen was vernünftiger zu gestalten da unten eben. Habe ich nicht gewechselt gekriegt hier, oder wie? So, rein damit. Und dann so. Und dann Stiefchen. Die beiden. Dann so und so. Du bist verkehrt. Was ist das denn? Das geht auch, oder wie? Dass man da abschließen kann und hinten rum noch was hat. Gibt's das? Gibt's doch gar nicht. So. Du musst natürlich hier oben ran. Genau, genau. So, dass das so aussieht wie Bänke, die davor stehen. Das haut schon so hin. Obwohl, warte mal. Vielleicht. Jetzt habe ich wieder kein Stiefchen. Vielleicht ist das besser, wenn ich, du bist leise, du Titel. Wenn ich doch da ein Stiefchen nehme für. Pass auf. Zack. Jawohl. Naja, obwohl, da unten mit dem Glowstone, da haut es jetzt wieder nicht hin. Da sah das vorher schon ein bisschen was besser aus als Theke. Fand ich. Dann lassen wir das so dort. Dann dürfte das von außen auch nicht so mies aussehen. Da mit so einer Bank davor. Obwohl jetzt da so ein Klötzchen vorsteht oder eine Bank ist. Das ist ja auch gehupft wie gesprungen. Dann im Endeffekt, jetzt im Nachhinein. Aber, ja geht, von innen da sieht das auch nicht so scheiße aus. Sah halt vorher eigentlich auch nicht, aber so sieht es doch ein bisschen was anders auch aus. Ein bisschen was mehr nach Theke, nach Tresen, nach Küchentheke. Finde ich. Lass ich erstmal so stehen. Vielleicht kommt mir das irgendwann doch mal wieder in den Sinn, dann wieder umzumodeln. nee. So, wir wollten da einen rausgehen. Stimmt, da war ich stehen geblieben. Und Akazie draußen wollten wir auch noch angeln gehen. Bisschen. Und dann ist es bald soweit, dann brechen wir hier nach außen eben schon mal durch. Müssen wir da wieder ein bisschen was knobeln. Wie wir denn da die Fenster verteilen. So, ich hätte jetzt gern hier ein bisschen was Modder unten noch drin, damit ich mir hier wieder ein bisschen was an Gerüst bauen kann. Damit ich da drüben ein bisschen was besser rankomme. Mann, ey, Platz hier aber auch scheiße, Junge. Die Steine. Ist denn das wahr? So, und dann mal raus hier mit den Resten noch. Das da vorne dann natürlich hin. Ich noch. So, das war's. Jetzt bloß noch einen Stein hier rauskommen. Kloppen. Na, nicht mit der Axt. Ich war doch drauf da. Die Maus. Manchmal ist komisch mit ihr. So, da draus. Oh, hier tut sich ja schon viel auf dann eben. Mit. So. Und so. Und so. Und so. Und dann eben hier den Stein auch noch raus. Natürlich. Natürlich doch. Natürlich doch raus mit ihm. So, wunderbar. Natürlich da unten dann eben auch noch. Gleich. Sind sogar noch zwei. Also in der Höhe von zwei angeordnet. Diese Steinchen hier. Ich dachte, das wäre bloß ein Klotz. In der Höhe. Die draus zu prügeln gilt noch. So, und dann kann der Akazia schon mal hin. Stimmt, der war, glaube ich. Ziemlich leise dieser Titel im Hintergrund gerade. Da muss ich gleich wieder runterkurbeln und werde mir bestimmt gleich wieder aufregen über die Lautstärke auf dem Rohr. Wie es immer der Fall ist. So, dann kommst du ein weiter rein und dann können wir hier vielleicht auch mit Spruze, warum denn nicht, mit Spruze sagen, wir gehen ein weiter rum. Wie machen wir die Kante da oben dann? Wie machen wir die da? Machen wir die... Das ist schwierig da oben.
Das wird schwierig werden. Vielleicht auch ein bisschen schmierig schon. Aber eben auch schwierig. Wie machen wir das? Ich hätte gerne, dass wir dort auch Stüfchen nehmen. Als Kante dann eben hierzu. Also die sich hier außen dann eben bildet. Da wo dann innen ein bisschen was höher herkommt. Ja, und da, das ärgert mir auch ein bisschen, warum ich da nicht weiter reingehen kann auch. Ich hätte es gern da ein weiter rein. Da hätte ich es gern ein weiter rein. Wie sieht denn das außen aus? Wie weit kommen wir denn da? Kommen wir da schon bis zur Treppe ran? Nee, noch lang nicht. Noch lange nicht. Das macht auch nicht viel Arbeit, diese Wand zu verschieben schnell mal. Würde meinen. Und die beiden Glowstone-Klötzchen, die könnte ich mir zur Not auch oben daneben ranklemmen. Oben rein. Ist das hier? Nee, das ist dieselbe Höhe wie hier drinnen. Aber trotzdem haben wir da sogar noch Platz, die sogar oben drinnen ein bisschen mal zu versenken, diese Glowstone-Klötzchen. Erstmal pennen gehen, schnell mal. Da draußen, da kreischt der Muhut, der Uhu schon wieder. Der Muhut da draußen, Junge. Und hier drinnen, na, da muss ich das dann eben im Kauf nehmen, dass das da scheiße aussieht. Na, obwohl, so scheiße wird es gar nicht aussehen mit dem Balken da noch. Dass da dann eben direkt Wand rankommt. Wir probieren es mal. Oh nee, das Ding, das hier, das wird dann doch noch nicht fertig werden. In dieser Aufnahme. So wie ich das halt eben geplant hatte. Aber ja, wie gesagt, das ist nicht weiter tragisch. Dass es das nicht wird. Dass es das nicht rechtzeitig fertig wird. So gut, bis unten raus? Ja, bis unten raus. Da kommt ja hier dann eben Boden. Und dann das hier noch alles weg. Alles weg. Auch hier, wie viel Mühe ich mir da gegeben habe, ne? Dass ich hier unten immer noch Cobblestone dran habe. Oh, nee. Fällt mir jetzt auch erst wieder auf. Da bin ich auch von abgekommen, dass ich da irgendwie an den Kanten sogar Cobblestone langziehe. Ah, das ist ja nicht wahr. So, ihr könnt doch ebenso raus. Hier in der Ecke, hier sollte eh noch was für die Todsinn kommen. So hatte ich das vor. Das kann ruhig vor einer Fensterwand stehen oder so. So ein Kratzbaum-ähnliches Gebilde oder sowas. Irgendwie was aus Zäunen oder so vielleicht basteln. Mal gucken. Da ist der Boden. Warum habe ich denn das da runtergezogen bis hierhin? Und warum habe ich hier überhaupt unterm Boden noch Dingsi? Ach so, weil wir da eh mal tiefer kamen. Die Treppe hier, die haben wir doch, glaube, Minimum einmal schon umgebastelt. Da stand doch hier vorher noch eine Zeit lang eine ganz andere Treppe, glaube ich, ne? So, ja, jetzt kommt da dann eben, genau, hier kann das jetzt schon mal zu, von innen. Da kann er zugehorstet, geschieselt werden, hier drin. Dann ist das schon mal dichter. Ja, gut, so scheiße sieht es jetzt auch nicht aus. Selbst wenn wir jetzt hier keine Kante mehr haben oder sowas hier drinne mit hübsch Licht. Dafür können wir da oben dann eben, wie gesagt, noch was reinsetzen an Licht. Wenn wir das denn wollen, ist das der gelbe? Nee, das ist immer noch der blaue, ne? Ja. Wo ist der nur? Der kleine Spiener. Und hier außen, hier komme ich dann auch später mit Akazia gut hin. Okay. Gefällt mir sehr gut. So, bloß da hoch nochmal irgendwie gelangen. Dass ich da den Rest noch rausgeprügelt bekomme. Oh, bin ich schon oben? Das sind auch eine der ältesten Songs hier in Minecraft. So sehr die Playlist in den ja nunmehr knapp 300 Folgen schon
angestiegen ist, ist verkehrt gesagt, sich angereichert hat. Je mehr Titel der Playlist immer mal wieder hinzukamen, in denen nun mehr 300, knapp 300 Folgen, so ist es doch richtiger, ist das immer noch einer der ersten Songs, die hier je bei mir in Minecraft abgefeuert wurden. Und das weckt schon manchmal Erinnerungen, ne, an alte Zeiten noch. Neulich erst wieder alte Folgen gegeben gehabt vom Let's Play her. Na gut, neulich, das ist gelungen. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen was her. Und das war sogar noch vor den Shadern. Weil wir sind ja eingestiegen ohne den Shadern damals. Das war sogar noch davor. Oh ja, jetzt wirst du laut. Ich habe schon drauf gewartet, bis du laut wirst, dass ich hier wieder runterkurbeln kann. Über Bild runter auf eine Tastatur. Junge. Ich muss mal motterlos werden da draußen. Und ohne den Shadern, da sah das ja noch ganz anders aus. Und ich bin am Überlegen, ob ich mir die nicht mal spaßeshalber irgendwann nochmal abschalte. Für irgendeine Aufnahme, über irgendeine Aufnahme hinweg. Komplett abschalte, sodass wir hier komplett auch die Beleuchtung wieder Vanilla haben. Nicht nur die Texturen an sich, sondern auch von der reinen Beleuchtung her Vanilla. Wäre nicht übel. Mal machen tun. Ey, und wie das da noch aussah hier, das war echt nur ein Löcherchen. Da habe ich, glaube ich, gerade eine Folge rausgepickt gehabt, wo ich mir das gegeben habe. Nun gut, ich habe es mir von vornherein, glaube ich, von der ersten Folge bis dahin gegeben gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Wechsel stattfand. Und ich habe es auch nur im Hintergrund laufen lassen, die meiste Zeit über. Aber wenn ich denn mal, also im Hintergrund, ich habe da, weiß ich gar nicht, den LS, glaube ich, gespielt gehabt noch. Und wollte mir das nochmal geben. Im Hintergrund irgendwie. Was wollte ich denn jetzt tun? Den Setzling? Ja, der sollte doch eh schon wegflattern. Ich wollte mal gucken, da hinten, wie das... Oh ja, da hängen schon viele Nüsschen dran. Aber der ist auch nicht so hoch, so groß, der Baum. Ich glaube, der wird nicht größer, ne? Die wachsen nicht größer? Ich dachte echt, vom Weiten sah das nach mehr Nüsschen aus. Jetzt hängen hier... wieder nur drei und ich kann dann nicht mal die Nüsschen pflücken, wenn ich hier einen Klotz in der Hand habe. Oder vernünftig pflücken zumindest. Gepflückt habe ich sie ja bekommen, aber trotzdem nicht so sehr vernünftig. Ja, und du bist auch wieder laut. Aber das, was ich da gesehen habe, wenn ich denn mal ein konkretes Augenmerk drauf gelegt habe auf Let's Play in den Folgen, in den ersten, stimmt, ich war an der Stelle stehen geblieben, da wo ich hier drinne gerade gehorstet habe. Da wo war hier unter, war das hier hinten schon? So groß war die Bude zum Anfang gar nicht. Die wurde erst, oder doch? Doch, wir hatten doch immer schon zwei Stockwerke. Nee, hatten wir nicht, ne? Das war doch hier vorher mit dem zweiten Stockwerk oben drüber noch gar nicht geplant gewesen, möchte meinen, oder? Doch, ich möchte meinen, doch. Aber nicht so groß. Da hatten wir doch hier hinten dann erst weiter ausgebaut gehabt, als wir hier vorhatten, dann eben die Kisten zu platzieren. Und das war ja, das kam ja dann weit später, glaube ich, sogar nach den Shadern, als dann dort der Wechsel vollzogen worden ist, ja, zu Shadern hin. Bin mir da nicht mehr genau sicher, aber wie gesagt, ich bin an der Folge stehen geblieben, da wo wir hier irgendwo mal in die Tiefe gebuddelt hatten und da irgendwie ein Lavabecken aufgedeckt hatten. Und das dann anschließend auch zugeschissen haben. Ah, nee. So gut, ich wollte mir da aus dem Ofen, siehst du, da wollte ich hin. Ich marschiere hier natürlich wieder geradeaus weiter. Natürlich auch, weil ich... oh cool, die kannst du dann wieder drinnen ablegen. Das ist ja prima. Habe ich denn Platz für alles? Ja, cool. Da wollte ich eigentlich hin wegen dreimal Cleanen Stone, um mir den da draußen reinzudrücken, dann in die Wand hinein. So, tauschen wir mal aus. Hier werden sogleich die Öfen wieder mit frischen Cobbles versorgen. Hab sogar zu viel hier schon drin. Von den Cobbles sehe ich gerade. Da liegen ja schon einige mehr Stacks mit drin. Einige mehr ist auch gut.
Einige weitere Stacks sind ja schon hinzugekommen. Derweil beim Rauskloppen da oder beim Ausbessern der Halle, der Größe der Halle. So, jetzt mal rein mit den drei Klötzchen. Natürlich habe ich die doch da drin gelassen. Ah, oh Mann, Tobi, du. Gib mal drei hier. Ah, hier hätte ich auch von nehmen können, siehst du. Stimmt. So, dann her damit, dann rein damit und dann mal nach Cards hier gucken, dass wir hier vernünftig was vorkriegen. So, hier dann den Stamm. Ja, und das ist doch besser. Das ist doch weitaus besser dann, wenn das hier beidseitig geschieht. Dass die Wand beidseitig gleichermaßen rein eingedrückt wird. Hineinkommt. So, ja, du bist ziemlich easy abzubauen. Komm du mal her. Eben erst reingepackt. Das Klötzchen. Hier oben das noch raus. Und gut ist, gut ist. So, kleiner Tod. Ich wollte da hinten gerade den Kobbel loswerden, aber den kann ich ja auch hier reinschmeißen dann. Hier ist ja auch noch ein bisschen Platz. Aber ich habe gar nicht mehr so viel hier drin, siehst du? Ich dachte eben, das wäre mehr. Aber oben, da kann das Eisen schon mal hin. Und hier natürlich auch das Glowstone verwurstet werden. Das bisherige. 10 Stück. Na, ich krieg keine 12 mehr. Dann gib mir 8 und gib mir noch die hier. Die. Zur Sicherheit, falls mir da doch irgendwie ein anderes Muster noch in den Sinn kommt für Treppenhäuschen, dann schiebe ich mir da erstmal ein paar Glowstone-Klötzchen mit rein. So haben wir schon 35, jetzt müsste 35 sein. Jupp.